Die Schlacht auf dem Amselfeld. Die Stadt Pristina in der serbischen Provinz Kosovo am 28. Juni 1389. Zwei Armeen stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite osmanische Türken und ihre Alliierten unter dem Sultan Murad I., auf der anderen Seite Serben, Bosnier, Deutsche und Ungarn, angeführt vom serbischen Prinzen Lazar Rebeljanovic. Die Lage ist gespannt. In wenigen Minuten werden die Soldaten mit ohrenbetäubendem Kriegsgeschrei aufeinander losstürmen und sich mit ihren Säbeln gegenseitig massakrieren. Dieses blutige Gemetzel wird als die Schlacht auf dem Amselfeld in die Geschichte eingehen und die Entwicklung auf dem Balkan bis zur Kosovo-Krise des ausgehenden 20. Jahrhunderts beeinflussen. Hintergrund der Auseinandersetzung ist das Großmachtstreben des Osmanischen Reiches. Ende des 13. Jahrhunderts hatte das einst nomadische Türkvolk aus Asien unter dem Sultan Osman ganz Anatolien erobert. Im Laufe des 14. Jahrhunderts dehnte das Reich seine Herrschaft immer weiter nach Westen aus, Richtung Europa. Zwischen 1359 und 1371 überfiel Murad I. auf dem Balkan nacheinander Bulgarien, Thrakien und Makedonien. Und das war mehr als nur ein politisch-militärischer Konflikt. Hier prallten auch Islam und Christentum aufeinander. Serbien konnte dem Ansturm der Osmanen ebenfalls nicht lange standhalten. Unter Zar Stefan Duschan 1331 bis 1355 war es eine wichtige Balkanmacht geworden, die sich von der Donau bis zur Ägäis erstreckte. Doch danach fiel das Reich in die Hände des Feindes aus dem Osten, mit Ausnahme des Kosovo. Topografisch ähnelte die Provinz einer Festung. Hohe Bergketten versperrten den Weg in die weiten, fruchtbaren Täler. Doch die Armee des Sultans Murad I. konnten sie nicht aufhalten. Bald standen die Truppen auf den engen Bergpässen und drangen von dort aus ins Landesinnere vor. Die Situation wurde immer kritischer. Der serbische Prinz Lazar stellte ein Heer zusammen, um sein Land gegen die Osmanen zu verteidigen. Sein Schwiegersohn Vuk Branković und der bosnische König Dvitko eilten ihm mit Soldaten zu Hilfe. Was sich auf dem Amselfeld dann abspielte, ist schwer zu rekonstruieren. Die Quellen berichten sehr widersprüchlich darüber. Einige belegen den Sieg der Serben, so ein Brief, den der Senat in Florenz an den serbischen König schickte, um ihn zur Niederwerfung der Türken zu gratulieren. In anderen Quellen dagegen ist die Rede von einer serbischen Niederlage. In einem Punkt sind sich die Historiker aber einig. Das Ende der Schlacht auf dem Amselfeld erleben die beiden Kontrahenten, Prinz Lazar und Sultan Murad, nicht mehr. Eine zeitgenössische Chronik wirft etwas Licht auf das Geschehen. Demzufolge schleicht Prinz Lazar eines Abends mit einigen Adligen ins türkische Lager, überrascht den Sultan in seinem Zelt und verletzt ihn tödlich. Doch die Türken entdecken ihn, nehmen ihn gefangen und richten ihn zusammen mit seinen Kameraden hin. Viele Legenden ranken sich um die Schlacht auf dem Amselfeld, verewigt in Gedichten und Schriften. Zum Beispiel die Geschichte vom Mädchen aus dem Kosovo, das auf dem Schlachtfeld die Verwundeten wusch und sie mit kühlem Wasser und goldrotem Wein wieder zu Kräften brachte. Oder die Darstellung der heldenhaften Taten von Milica, der Frau des gemarterten Prinzen Lazar. Die geschichtliche Wahrheit hinter diesen Legenden ist bis heute im Dunkeln geblieben. Sicher ist nur, ab 1459 gehörte Serbien zum Osmanischen Reich. Erst 1911 gewann es im Balkankrieg seine Freiheit zurück. Prinz Lazar wurde von der orthodoxen Kirche kurz nach seinem Tod heilig gesprochen und über die Jahrhunderte als serbischer Märtyrer verehrt.
Das Amselfeld ist für die Serben bis heute ein Symbol nationaler Freiheit. Zur 600-Jahr-Feier der Schlacht versammelten sich 1989 mehr als 1 Million Serben auf dem Amselfeld. Obwohl die Provinz Kosovo mittlerweile zu 90% von Albanern bewohnt ist, reklamierte Serbiens Präsident Slobodan Milosevic bei dieser Gelegenheit: Das Amselfeld ist wieder serbisch. Der neue Krieg auf dem Balkan war von diesem Moment an vorprogrammiert.